Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wie versprochen, beginnen wir jetzt erstmal mit der Bruderschaft und werden versuchen, uns bei denen einzuschleimen, bei denen mitzumachen und zu ihnen dazuzugehören. Und dann habe ich noch eine, und zwar würde das das Institut betreffen. So, also Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Ich werde mich hier einschleichen, denn ich bin ein Sünd und werde euch allesamt den Hosenboden aufrollen. Was? Nummer? Ungeduldig. Nochmal beleidigt. Gib mir eine Chance. Ja, eigentlich schon. Welche Nummer denn? Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du, du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Wie mir trauen. Gute Frage, das Institut vernichten. Lass mich in Ruhe. Wie mir vertrauen? Was kann ich sagen, damit du mir vertraust? Es gibt nichts, was du sagen kannst. Vertrauen verdient man sich durch Taten. Nicht durch mehr, nicht durch weniger. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag? Du Held. Ja. Was ist dein Problem, Alter? Bin ich sicher? Bereit? Nein. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich kann mir keinen Reim auf dich machen. Du kommst aus dem Nichts, schaltest ein paar wilde Gule aus... Und plötzlich bist du der beste Kumpel von Paladin Dance. Ich weiß nicht, ob du wirklich Teil der Bruderschaft sein willst. Oder nur die Zeit totschlägst, bis du das findest, wonach auch immer du suchst. Solange du nicht ein paar dieser Aufträge erledigst, werde ich dich im Auge behalten. Also, bist du bereit oder was? Jaja, dann bin ich bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Jawohl. Synths, PVV. Wer weiß, an welchen kranken Projekten das Institut noch arbeitet. Ja, da könnte einiges sein. Und du, meine Gute? Gelehrte. Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Warum hasst er mich? Ich krieg das schon hin. Ähnlich sehen. Ich geb auf. Na, warum hasst er mich nur? Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Irgendwas zwischen euch? Passt mir prima. Ich bleib weg, mir egal. Na, läuft was zwischen euch? Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Rice mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt. Wir sprachen nie wieder darüber. Also ich musste mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Rice machst, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu sehen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Dein Auftrag? Bin mir nicht sicher. Ja, nein. Welcher Auftrag? Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Jo, gehen wir's an. Bereit. Großartig. Ich erzähle dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden.
Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Yay! Hurra! Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Ja, schön, toll. Ja. Ja. Ach du Heilige, da ist noch was. Setz dich in Bewegung und befolge sie. Jawohl, mach mal. Wie komme ich jetzt zu dir raus? Da, ne? Na, was? Hä, wie? Falsch. Nochmal falsch. Da und da, ne? Jetzt da. Oder? Da? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Da geht's raus. So, Frosch im Hals schon wieder. So. Räusper, räusper. So. Na prima. Da haben wir einiges zu tun. Was? Ja. Ich fürchte, da haben wir einiges zu tun. Na schön. So leicht geht's dann doch nicht, wie ich gedacht habe. Ja, unterstützen. Ja, ich will ja. Und zwar Reinigung des Commonwealth. Wahrscheinlich mal hier beginnen. Und da müssen wir da vorne hin. Da brauche ich nicht mal Porten. Ja. Gut. Das heißt, es ist irgendwo ein Dungeon wahrscheinlich. Wo wir rein müssen oder dürfen. Da wird schon wieder scharf geschossen. Ich hab. Hä? Wo soll denn das sein? Hier? Na. Nö, nicht wirklich. Ah, weiter da drüben, ich sehe schon. Hä? Kann das stimmen? Jo, das kann stimmen. Da drüben ist so ein Hampelmann. Wow! Bombe. Was? Wer? Da drüben! Das war, glaube ich, nicht das Richtige hier, aber ich sehe hier eine Falle, die wollte ich jetzt gerade mitnehmen. So. Also, zum Punkte und so. Halt! Huch, das war unabsichtlich. Das glaubt mir keiner. Die Edda ist auch schon da. Da-dum. Ja, jo. Ich gehe schon mal Schrott sammeln, was ich nicht brauche. Zocki, halte dich an die Mission. Jawohl. Ich werde es versuchen. Hä? Oh, da ist er. Noch jemand? Jo. Da hinten ist auch wer. Was? Noch jemand? Au! Na nü, wo ist denn die kleine Edda hin? Wenn du keine Ruhe gibst, schieße ich dir ins Bein. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum meine Ärmchen rot sind. Ich war vorhin reparieren und ich konnte sie nicht reparieren. Wahrscheinlich, weil ich zu wenig Material dafür habe. Schätze ich mal. Oh, ein legendärer. Huch, ich war schon zu schnell beim Drücken. Entschuldigung, was haben wir denn da Schönes? Entschuldigung. Was wäre es denn gewesen? Kleidung, ne? Wahrscheinlich. Das da? Stärkend. Raider-Rüstung. Linker Arm. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz. Je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Jo. So, jetzt ist wieder Ruhe. War's das jetzt schon?
Na, da krebst du noch was rum. Und da kommt ja auch die liebe Edda. Na, würdest du? Entschuldigung. Au! Eine Falle. Hast du das schon mal gesehen, sowas? Hallo. Echt, unglaublich. Da vorne schon wieder, ne? Schaut doch auf den Boden. Jaha. Mann, ey. Jo, da. Ein Geschäft. Sind wir da jetzt schon mal fertig? Kann jetzt sein. Wie viele Viecher gibt es denn da noch? Ein Schreibtisch. Löscher, ja. Und noch was Gescheites? Ein schmutziger Aschenbecher. Klebeband. Ein umgeschmissener Schreibtisch. Ja, und jetzt? Darauf? Von mir aus? Oh, ruck. Da! Ist ja noch jemand. Und da herüben? Der ist schon hin. Okay. Das ist auch. Alter, wie viele gibt's denn noch? Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Jawohl. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ui, Kronkorkenvorrat. Das können wir gut gebrauchen, Tün. Da haben wir Nuka-Cola-Fläschchen. Jawohl. So, so, so. Aber da gibt's Graffel, ne? Werden wir gleich überladen sein. Jawohl, Braten im Fleisch auf dem Grill. Köstlich. Köstlich. Bauber. Das wird rüberkommen. Ja! Nur hat sich nichts gebracht. Da ist nichts versteckt. Ja! Und darunter. Was haben wir denn da Schönes? Ein Radio. Matratzis. Alter, das ist wieder mal ein Job, ne? Verbrannt, verbrannt. Dam, 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 dam. Bau, bau, bara. Da haben wir auch wieder Falle. Jawohl. Und da ist nur Ziegelhaufen. Mit Staub. Gut. Next one. Haben wir es jetzt schon mal geschafft? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ich bohr mir vielleicht doch dahin. Ah, sind Gegner in der Nähe. Wo denn? Hm? Wo denn, bitteschön? Da drüben vielleicht? Ah, da ist was. Schau mal. Da geht's nach unten. Es gibt tatsächlich einen Dungeon, wie mir scheint. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Da ist Geld am Boden, ganz viel Geld, lalala. Der ist leer, wie je, oh je, der ist leer. Dararam, trockner, 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 Waschmaschine, jawohl. Waschmittelchen. Lol. Das hört sich gerade an, als ob jemand was essen würde. Also fressen, also ein Viech, irgendwas, ne? Ha, ich hab's gewusst, dass da eine Falle ist. Ich hab's gerochen. Diesmal habe ich's gerochen. Katschanga.
Diesmal habe ich es gerochen. So, lala. Lalila. Darauf geht es ja auch ein Blödsinn jetzt, ne? Außer es liegen hier Schätze. Ich schrott halt einen Haufen, ne? Ein Haufen Schrott nur für uns. Ein Haufen Schrott nur für uns. Ein schönes Klo, la la la. Das macht einen froh. So, da noch ein bisschen was. Nehmen wir mit, das ganze Graffel. Haben wir das? Habe ich das? Ja. Jo. Servus. Ein Gartenstuhl. Rika. Aha. Ist wurscht, nehmen wir mit. Jetzt friert sie zwar ein bisschen, aber ich glaube, das wird sie nicht mehr stören. Ja, Edda, ich komme gleich zu dir runter. Dann kannst du da schleppen helfen, wenn ich weiß, wo du bist. Ah, da. So, meine Hübsche. Hey, ja. Ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Jo. Scheiße, sie ist voll. Ich habe vergessen, sie auszuleeren. Ups. Hab ich ein Glück. So viel konnte ich noch schleppen, zum Glück. ich meine natürlich, ich habe das gewusst. Schauen safe auch noch. Oh je. Mhm. 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 Ach komm. Ja. Jawohl. Geschafft. Ich habe Angst, das alles mitzunehmen. Ich bin überladen wahrscheinlich. Na, geht noch. Glück gehabt. Glück gehabt. Tafelmesser. Schlachtbrett wollte ich lesen. Schachbrett. Schlachtbrett. Alter. Schlachtbrett. So, ich will runter. Ich will in den Dungeon. Nur, wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Vielleicht von hier aus? Das glaube ich auch nicht wirklich. Nochmal hinborden? Ich müsste mich eigentlich wegborden. Meinen Müll ableeren. Scheiße, so viel Krems, so viel Krimskrams. Ich hau's dahin zu dem Siedler, zu denen, da ist es nicht so weit zum Laufen. Hoffe ich mal. Denn Siedler müssen ja auch hier und da mal ein bisschen Schrott bekommen, damit ich was bauen kann für den Fall der Fälle, dass wir das noch machen tun und die Siedlungen aufwerten. Es ist jetzt blöd. Ich habe nicht geschnallt, dass ich habe vergessen, dass die Edda voll ist wie ein Christbaum. Ah, unsere Roboterfreunde haben jetzt eine Werkbank. Ja, bieb, bieb. Ich dachte schon, die werden jetzt angegriffen. Haben die überhaupt eine Werkbank? Na, echt jetzt? Nix? Scheiße. Dann kann ich das hier gar nicht ablegen. Naja, streng gesehen schon. Ja, jetzt trage ich zu viel mit mir rum, genau. Ach, Hupfingatsch, echt. Da behalte den Schmarrn. Ja, dann bringe ich es halt zu wohl. Das ist mir auch wurscht. Dreck, ey. Das ist wieder super gelaufen. Auf das habe ich nämlich sauber vergessen. Ja. Meine Taschen habe ich ausgelernt. Ausgeleert. Nur auf Eddas habe ich vergessen. Und wenn Edda voll ist wie ein Christbaum, brauchst du gar nicht in den Dungeon gehen. Kannst vergessen. Aber da muss irgendwo einer sein. Ich werde mich dann gleich nochmal hinborden. Und schauen, wie wir da jetzt reinkommen könnten. Das. Pff, da muss es einen Weg irgendwie geben. Entweder in einem Haus drinnen oder außenrum. Und das werden wir gleich sehen. Edda, meine Hübsche. Hey, was kann ich für dich? Gib mir alles, was du hast. Bitte. Danke. So.
Da bam 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 dam 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 dam. Jo, alles. Langsam. Was haben wir da? Was haben wir da? Was bist du? Weg. So. Weg, 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 weg. Und du auch weg. Dann Hilfsmittelchen. Jo, jo. Ja. Ja. Mutantenhundekeule war die gute, glaube ich, ne? Die Nudelsuppe können wir wegtun. Den tun wir weg. Und die Zuckerbümpchen. Dann diverses Schrott. Natürlich den gesamten Schrott. Und es passt wieder. Sehr gut. Ah, jetzt ist mir leichter. So. Nochmal raufbohren. Entschuldigung nochmal dafür. Das war nicht so klasse. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo dürfen wir denn hier rein? Bitte, bitte, bitte schön. Bitte, bitte schön. So. Haben wir diesen Skillpunkt schon vergeben? Ich weiß es gerade nicht. Sind wir da richtig? Jo, eigentlich schon. Ich sollte vielleicht das hier mal ausnahmsweise wegtun. Nur kurz. Da vorne irgendwas soll es dann sein. Da oben ist ein Gratler. Da ist auch ein Gratler. Da ist auch einer. Da auch. Noch mehr? Nö. Wow, Bäumchen. Au. Um den kümmere ich mich. Gut, Edda, wenn du das sagst, dann war das der letzte von ihnen. Okay. Da sind so viele Ghule, es ist Wahnsinn. So, dann folgen wir mal dem Dingens da. Aha. Da ist, kommt dein Auto geflogen. Setz dich nieder auf deinen Schoß. Na, was ist denn? Hallo! Alter, bist du... Ah, der hält der mir aus oder treffe ich nichts? Nummer 2, ich treffe nichts. Jo, so geht's auch. So geht's auch. Noch mehr? Ich räume das jetzt gerade nicht aus. So, wir stehen zumindest schon mal drauf. Fast. Da müssen wir runter. Oh, war wie? Ah? Ah. Tadadam. Ah, da oben ist noch einer. Gratler. Wow. Sonst müsste es passen, die Welt. Na, passt gar nichts. Das sind ein Haufen noch. Wo kommen die jetzt her? Hallo? Wo kommen die jetzt bitte alle her? Das schon, aber trotzdem, wo kommen die jetzt alle her? Bitte schön. Vor allem, wo ist er jetzt wieder hingerannt, der Depp? Wurscht, jetzt gehen wir mal da rein und dann wird's schon werden. So. Also, rein mit uns. Und säubern. Jawohl. Jetzt haben wir quasi Minion-Man 2.0, glaube ich. Haha. Jo. Also, nach Möglichkeit rein und raus und gut ist. Hallo. Ups, da. Da hat's den aber umgeschmissen, ne? Licht. So ist besser. Der hat nichts mehr.
Da haben wir noch ein bisschen klumpert. Ein Raider. Jo, der hat sich hier falsch versteckt, ne? Das war hier nicht so schlau von dem. Au! So, so nehme ich eigentlich jeder Sachen mit. Warte mal, behalt den Schmann. Hä? Was habe ich gedrückt? So, jetzt. So, was behalt den Schmann? Also die Sachen hier. Die brauchen wir echt nicht. Mit dem kann man eh nichts anfangen. So. Ich kriege keine Punkte. Etta. Ist wer am Klo? Nein. Ihhh. Die greift da voll rein, ey. Pfui. Pfui. Noch ein Raider. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Da haben wir noch ein Klo. Können wir bitte weitergehen? Ich möchte hierfür nicht in meine Schaltkreise bekommen. Oh Mann, ey. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Ich weiß nur nicht gerade genau wohin. Darüber, glaube ich. Hm? Wo kommst denn du her? Der klettert komisch. Jo. Oh, true. Wieder überspringt. Warte, machen wir gleich. Gleich lese ich nach. Gleich. Aber ganz gleich. Ganz gleich zuerst noch schnell die Kohle einklauben und sammeln. Ja, ja. Oh mein Gott, das nervt wieder. Bitte keine Durchsagen mehr. War das das? Des Akrobaten. Lederrüstung linkes Fusilein. Reduziert den Fallschaden um 50%. Ja, sehr gut. Sehr gut. Da irgendwelchen Schwachsinn noch. Da. Der Safe ist offen, ne? Da ist Geld drin. Dann entsperren wir das doch mal, oder? Ja. Ein Heft Leben und Liebe. Perfekt. Du hast eine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Begleiter verursachen dauerhaft plus 5 Schaden. Boah, das ist aber nett. Gilt das auch für Robotis? Ich hoffe, dass das für Roboter auch gilt. Was haben wir denn? Sollen wir nicht? Yeah! Protektron-Steuerung. Aktivieren. Ja. Servus, Kumpel. Den kann man hacken? Aha! Einheit abschalten, Selbstzerstörung einleiten. Oh na, das ist gemein. So. Lala. Ding dong. Ding dong. Dong ding ding dong. Ja. Ja, das ist sehr nett, aber ich muss noch mal kurz vorbei, bitte. Ja toll, zwei Roboter verstellen einem den Weg. Was gibt es denn Schöneres? Ich will da raus. So. Ist da was drin? Nein. Wir müssen, glaube ich, da lang, ne? Runter, runter, da sind sie schon. Runter, runter, da sind sie schon. Ups, ist das nochmal das Umfeld? Oh, das ist doch schön. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Das ist fein. So, das nehmen wir mit. Mit. Ja, gib her das quietsche Entchen. Waren wir hier nicht schon einmal? Jo. In dieser Unordnung. Ey, da, hier ist alles eingestürzt.
Ist klar, dass es unordentlich ist. Da ist alles kaputt. Da ist wer drin. Dann sperren wir auf, wenn es geht. Yeah. Das wär's. Hallöchen. Huch. Jetzt eine Rettungszone. Es drohen Verletzungen. Wer ist zum Tod, wenn er in diesem Gebiet bleibe? Dieser Hinweis ist juristisch vorgeschrieben. Okay. Aber keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Ah, diese Roboter. Da nehmen wir mit, das ganze Klumpert. Das von mir das auch. Patrönchen, Patrönchen. Eine Säge. So. Ein Stoppel. Ein Pömpel. Pümpel. Den hat's gleich zerrissen. Jawohl, der ist sicher hin. So. So. Jo. Okay. Was? Döschen. So. Ah, da ist die Edda. Okay. Dann nehmen wir das noch mit. Klebeband. Da ist noch so ein Kombi-Schlüssel. Ein Büsen, den hätte ich fast nicht gesehen. So, ich glaube, das ist genug Müll. Wow. So, dann hätten wir da drüben noch was, ne? Sind wir dann hier schon fertig? Ich glaube ja, ne? Ted. Ist ein Raider. Gewesen. Schaut zumindest so aus. Quetteschüssel. Eine Schüssel, ein Aschebecher. Da ist noch ein Raider. Moment. Haben wir den nicht umgehauen? Eigentlich schon, oder? Das ist mal interessant. Döschen, Döschen, schmutziges Wasser. Lararam, die Düldidü. Zigaretten, yo. Lötlampen, Alter, sind wir gleich fertig hier? Noch mehr von den Töschen. So. Was? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Au! Schießt die Edda auf irgendwas oder bilde ich mir das gerade ein? Was machst du da? Fehlzündungen. Sind wir jetzt hier mal fertig? Kann jetzt sein, dass noch irgendwer lebt. Jetzt schaut es aber schon sauber aus. So. Jo, weil wir dürfen nämlich hier auch schon wieder raus. So. Servus. Ja, Vorsicht beim Aussteigen, genau. Ja. Wir fahren nicht mit, aber wir sind vorsichtig beim Aussteigen. So. Ah, ja, schön. So. Nächste Quest. Die geht sich vielleicht auch noch aus heute. Das wäre ganz, ganz super. Dann können wir schon abgeben, die Sachen, und hoffen, dass wir was Neues kriegen. Jo. Soll ich mich porten? Ja, ist eh wurscht, oder? Zum Polizeidingens. Ich bin zu faul zum Gehen. So. Na, ist falsch gewesen. Nicht zum Polizeidingens. Zur anderen Quest wollte ich noch. Richtig. Richtig. So, dazu ist das da, ne? Na, nix das. Der hier.
Quartiermeister. Der ist wo? Das ist auch hier? Was? Erstatte Gelehrter Helen Bericht. Ah doch, das passt schon. Echt? Okay, ja, ich habe es richtig gemacht. Ja, ich meine natürlich, ich weiß, dass das passt schon so. Ja, ja. So. Hallöle. Wie sieht es mit dem Artefakt aus? Welche Technologie? Jetzt nicht. Ja, nein. Welche Technologie? Welche Technologie? Die Technologie von deiner Suchmission. Hattest du Erfolg? Ja. Hier. Großartig. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier. Technologie wird immer gebraucht. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Jetzt gerade nicht. Okay. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist. Komm auf jeden Fall vorbei, wenn du bereit bist. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Bild an der Hauptstadt sehen. Lass mich durch, Edda. Dann eben da. Macht nichts. So, wo ist der andere? Der Myrische. Alter. Das Gebiet ist sauber. Ja. Bestätige. Wirklich? Vielleicht hast du doch mehr drauf, als ich dachte. Hier ist dem Commonwealth. Wird das Ungeziefer so schnell nicht ausgehen. Wenn du bereit für deine nächste Mission bist, komm zu mir. Nicht bereit. Bis bin später. Nicht bereit. Ich bin hier, wenn du es bist. Oh, vor allem ist er ganz nett. Die Reinigung des Commonwealths. So, welche Quest haben wir denn jetzt noch? Ich dachte, das wird die Dings starten. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Ich dachte, dass wir jetzt da die Quest machen, um ein Mitglied der Bruderschaft zu werden. Wahrscheinlich muss ich direkt drauf auf die Dings und dann passt das schon. Ja, ich habe mich echt nicht getraut, weiterzumachen. Ah, was das? Marsfusion? In den Ruinen von Marsfusion. Ich sollte mich so schnell wie möglich per Transmission dorthin begeben. Ja, dann machen wir das noch, oder? K.A. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wir machen da. Ich dachte, das gehört jetzt dazu zum zum Rufaufbau, sag ich mal, oder Rufaufbau ist vielleicht falsch gesagt. Dazugehören der Bruderschaft, ne? Also, dass wir uns für den Verein quasi entscheiden, ne? Schaut nicht so aus. Da bin ich jetzt echt leicht verwirrt. Da kann ich nur eventuell. Wissenschaftler nicht zu Unfug überreden. Das Institut ist eine Utopie. Ja. Da kann ich nur maximal probieren, auf dem Schiff rauf und probieren mit dem Maxton da, ne, zu ist er, glaube ich, ne, zu sprechen. Den ältesten Maxton, um zu schauen, ob er vielleicht eine Quest hat. Das könnte ich probieren. Ich hoffe, ich finde den Kerl an. Das ist nur die Frage. Schiffchen? Flughafen Boston. Da ist auch was? Was gibt's denn da? Also informiere die Bruderschaft war das. Okay. Warte, ich mach das nochmal aus. Der müsste mal da oben sein, ne? Ich schau mal. Das kann nicht sein. Das gibt's ja nicht. Da muss es ja Quests dafür geben. Außer ich habe schon so viel Scheiße gebaut. Im gesamten LP, dass es mir verweigert wird. Vielleicht geht das auch. Wäre ja auch mal was Neues, oder? Du bist so scheiße, Zocki. Keiner will dich haben. Ja. Kann ja mal passieren. Servus. Hast du schon mal einen Minigun geschossen? Ja, habe ich. So.
Jetzt ist der Kerl, war der jetzt geradeaus oder ist der oben drum gewesen? Da war er zumindest mal. Den Kerl zu finden ist jetzt wieder ganz besonders schwer. Ich schaue mal auf den Hauptdeck rauf. Vielleicht habe ich ja Glück. Und der Part ist auch schon zu Ende. Jo. Ich glaube, da oben war nur die... An sämtliches Personal. Bitte denken Sie an Ihre Brüder und Schwestern unter Ihnen. Verstauen Sie auf dem Flugdeck sämtliche Ausrüstung gründlich. Danke. Unseren jüngsten Informationen zufolge haben Sie das Institut infiltriert und ein wertvolles Holoband. Was? Ah, Max. Was schon? Unseren jüngsten Informationen zufolge haben Sie infiltriert und ein wertvolles Holoband in Ihren Besitz gebracht. Ich bin sehr enttäuscht, dass Sie sich entschieden haben, den Signalfänger ohne die Bruderschaft zu bauen, Ritter. Gleichwohl, Sie haben es in Ihre Anlage hinein und wieder hinaus geschafft, was eines unserer Primärziele war. Daher bin ich bereit, Ihre Fehlentscheidung zu tolerieren. Die unerwartete Beschleunigung unserer Pläne durch Sie führt zu zwei neuen Missionen. Zuallererst sollten Sie Proctor Ingram das Holoband bringen. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil Ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Dr. Lee? Interessant, klingt gut. Zur Kooperation zwingen. Dr. Lee? Ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Unterschiede? Ungeduldig. Sie gehen lassen. Das war ein Fehler. Unterschiede? Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Sie arbeitete zwar für die stählerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Doc Lee. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die stählerne Bruderschaft gearbeitet. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück, Ritter. Hi, Captain. Jawohl. Aus Ihrer Mitte finde Dr. Lee. Jawohl, das machen wir dann im nächsten Part. Genau. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!